Wir können jetzt mit Processing Aussagen und Vergleiche umsetzen. Je nachdem, welchen Wahrheitsgehalt eine Aussage hat, soll nun eine andere Handlung durchgeführt werden. Max zum Beispiel ist nicht bei der Frage selbst stehen geblieben, sondern hat je nach Antwort unterschiedlich gehandelt. Entweder notiert sich das neue Alter oder er geht sofort weiter zur nächsten Person. Im Processing wird diese bedingte Anweisung, falls dann, mit if eingeleitet und daher auch if-Anweisung genannt. Damit ist sie eine Verzweigung im Programmcode. Wenn das Programm an dieser Stelle steht, wird je nach Wahrheitsgehalt der Aussage der Programmcode im Inneren der if-Anweisung entweder ausgeführt oder eben übersprungen. Schauen wir uns nochmal Max seine Frage umgesetzt als Code an. Gehen wir wieder davon aus, dass wir zwei Leute haben, nämlich Bob und Alice, einer 25, einer 19, und Max startet seine Befragung. Am Anfang hat er ja auf seinem Blatt Papier, wo er sich das Alter notiert, nicht stehen. In dem Fall führen wir auch eine Variable ein, nämlich die Variable MaximumAge und setzen die anfangs, wenn noch nichts draufsteht, auf 0. Nun fragt Max zuerst einmal Bob, das heißt die Variable MaximumAge wird einmal das Alter von Bob annehmen und ist jetzt 25. Jetzt wird spannend. Jetzt schauen wir uns nämlich an, was passiert, wenn Max die erste Person fragt, die noch nicht auf seiner Liste steht, nämlich Alice, und wir führen einmal eine Abfrage durch, ob Alice denn älter ist als Bob. Wenn dem so ist, dann soll die Variable MaximumAge auf das Alter von Alice gesetzt werden. Und damit wir uns danach in der Konsole das gleich anschauen können, fügen wir noch eine Zeile hinzu, wo drinnen steht, dass Alice älter als Bob ist. Am Ende wollen wir natürlich wissen, wie das Maximalalter lautet. Das heißt, wir geben uns hier auch einfach das maximale Alter aus, maximales Alter und dann auch Maximum Age, damit wir auch sehen, wie das lautet. Führen wir das Programm einmal aus und wir werden gleich sehen, da unten das maximale Alter beträgt 25. Warum ist das so? Ganz am Anfang, wie gesagt, das Alter von Bob, in dem Fall 25, wird in die Variable Maximum Age geschrieben und dann wird verglichen, ob Alice älter ist als Bob. Alice ist in dem Fall aber 19 Jahre alt. Das heißt, dieser Teil wird gar nicht erst ausgeführt. Im Anschluss wird das Maximalalter ausgegeben und das ist Bob, nämlich mit 25. Wenn wir jetzt aber Alice älter machen, zum Beispiel ist Alice jetzt 30 Jahre alt und wir führen das Programm aus, dann sieht man auch gleich unten in der Ausgabe, dass Alice älter ist als Bob. Das heißt, es wurde hier dieser Teil ausgeführt. Die Maximum-Age-Variable mit dem Alter von Alice, also in dem Fall 30, überschrieben und dann im Anschluss ausgegeben. Für uns Menschen verständlich formuliert, würde die Anweisung dann folgenden Satz ergeben. Falls Alice älter ist als Bob, dann speichere ihr Alter als neues Maximalalter und anschließend schreibe Alice älter als Bob in die Konsole. Und schon haben wir ein Falls-Dann-Problem mit einer if-Anweisung gelöst. Der allgemeine Aufbau von einer if-Anweisung sieht also wie folgt aus. If bedeutet übersetzt falls und ist im Processing und vielen anderen Programmiersprachen ein reserviertes Wort. Die if-Anweisung wertet die Bedingung in den runden Klammern aus. Eine Bedingung kann all jenes sein, was wir im vorigen Video gehört haben, also eine Aussage oder ein Vergleich, welche entweder true oder false beantwortet werden kann. Die Anweisung, welche sich im Bereich innerhalb der geschwungenen Klammer befindet, werden nur dann ausgeführt, wenn die Bedingung true, also wahr, ergibt. Ansonsten wird dieser Bereich einfach übersprungen. Probieren wir das nun Gelernte aus in unserem Pac-Man-Spiel. Heute nehmen wir dazu den Geist Blinky, das ist der rote Geist, der immer wieder Pac-Man verfolgt. Und wir wollen ihn anleiten, dass er aus dem Spielfeld nicht einfach hinausfährt und verschwindet, wie er es jetzt gleich macht, sondern dass er vorne wieder umdreht und in die andere Richtung zurückwandert und wenn er die Seite erreicht hat, wieder retour. Schauen wir uns den Code also nochmal genauer an. Hier in der Zeile 16 geschieht Folgendes. Ghost Left Offset, also die linke Seite, wo der Ghost ist, wird bei jedem Durchlauf der Draw-Methode, die ja durchgehend, also ca. 60 Mal in der Sekunde wiederholt wird, immer um Movement erhöht.
Movement ist eine globale Variable, die sehen wir hier oben, die ist 1. Das heißt, wenn ich ausführe, wird bei jedem Durchlauf der Geist nach rechts verschoben. So lange, bis er aus dem Bildrand wandert. Wir müssen also nun abfragen, ob der Abstand von links plus die Breite von Blinky größer oder größer gleich ist als die Fensterbreite. Wenn dem so ist, setzen wir hier Movement einfach auf minus 1, dann wandert der Geist auf die linke Seite. Das Ganze fügen wir ein, bevor wir Blinky bewegen, also hier, und schreiben Ghost Left Offset plus Ghost Width größer gleich Width. Wenn dem so ist, setzen wir Movement auf minus 1. Wenn wir das Programm jetzt starten, sehen wir, dass Blinky sich bis auf den rechten Rand zubewegt, dann aber die Richtung ändert und zurückgeht. Er wandert also wie gewollt nach links. Allerdings läuft er jetzt auf der linken Seite aus dem Fenster hinaus. Das können wir aber auch ganz einfach beheben, indem wir noch eine If-Anweisung hinzufügen. Diese fragt ab, ob der Ghost jetzt außerhalb des linken Seite ist und setzt die Movement-Variable, falls dem so ist, wieder auf 1. Das heißt, der Ghost wandert wieder zurück. Damit wir also verhindern, dass er links hinausläuft, fügen wir noch diese folgende If-Anweisung hinzu. If Ghost Left Offset ist kleiner gleich 0. Und wenn er dann da eben über das Fenster nach links hinausfährt, setzen wir Movement wieder auf 1. Wenn wir das Programm jetzt starten, dann bewegt sich Blinky immer schön am Fenster hin und her. Einmal auf der rechten Seite, dreht um und dasselbe bei der linken Seite.